Heute zeige ich, wie ich hier ein bisschen was im Folientunnel mache, die Pflanzen pflege, die ersten Anzeichen von Kraut- und Braunfäule sind da, was ich da mache. All das in diesem Video. Viel Spaß damit. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig und irgendwie ist das hier so mein Lieblingsplatz im Moment, weil hier einfach eigentlich alles relativ gut gewachsen ist, weil draußen der Schneckendruck so hoch war und die hier in den Folientunnel ein bisschen schlechter reinfinden, hatte ich einfach mehr Spaß daran, hier im Moment zu gärtnern. Aber das ändert sich gerade auch so ein bisschen, weil bei den Tomaten die ersten Anzeichen von Kraut- und Braunfäule da sind, weil es dieses Jahr einfach viel zu feucht ist, viel zu nass, relativ kühl auch immer. Und ja, das gefällt den Tomaten einfach gar nicht. Ich habe schon immer total viel hier drin gelüftet. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn die Tomaten irgendwie nass werden, sei es Tau, sei es vom Gießen oder wenn die draußen stehen beziehungsweise es irgendwie seitlich reingeregnet hat, sollte es immer möglichst schnell abtrocknen. Und beim Gießen sollte man vermeiden, dass Wasser vom Boden hochspritzt an die Pflanze, weil die Pilzsporen sitzen erst im Boden meistens und gelangen dann an die Pflanze mit dem Gießwasser und können sich dann direkt stark ausbreiten, gerade wenn es so kühl und nass ist wie dieses Jahr. Da werde ich eine Behandlung durchführen mit den Let's Grow Produkten, aber zuerst fangen wir einmal an. Hier auf der linken Seite, wo die ganzen Pflanzen stehen, werde ich einmal kurz ein Update geben und da werde ich Stroh als Mulchmaterial ausbringen und euch ein bisschen was erzählen. So, hier einmal die Wassermelonen. Ich sehe gerade, auch hier wurde es gekappt, die Pflanze von den Nacktschnecken, aber es macht nichts, aus den Seitentrieben wird dann hoffentlich ein neuer Trieb kommen. Die habe ich nämlich bisher nicht ausgegeizt. Dann die Honigmelone, da sind auch schon die ersten Fruchtansätze dran, die entwickeln sich ein bisschen besser. Den Wassermelonen gefiel auch das kühle Wetter wahrscheinlich nicht, auch da war die Nacktschnecke schon zu Gange. Hier ein paar Paprikas, die habe ich ausgegeizt, das heißt unten kamen die ganzen Triebe weg, damit die einfach nicht zu buschig wird und schön einige Früchte gut ausbildet, aber halt nicht zu viele. Ja, ganz am Rand sieht man, da sind dann die Nacktschnecken schon eher als weiter drin. Hier sieht man den Unterschied, Nacktschnecken, weniger Nacktschnecken. Und hier steht jetzt noch einiges an Unkraut, das wird noch weggemacht. Ja, gehe ich einmal durch und dann kommt nachher Stroh als Mulch drauf, damit einfach nicht so viel Wasser verdunstet und das Unkraut ein bisschen unterdrückt wird. Ui, die Kapuzinerkresse ist echt groß geworden. Die kommt bis hier vorne, Aubergine, und hier sind die Gurken. Da sind auch die ersten Gurkenansätze dran. Und auch hier geizt sich auf jeden Fall aus. Ihr seht das, die Seitentriebe werden echt lang und die kommen einfach raus, weil ich die hier hochleiten möchte. Und ja, auf der anderen Seite, hier unter dem Vlies oder über dem Vlies, die Tomaten mit Kraut- und Braunfäule, da gehen wir gleich dran. Und hier hinten die ganzen Exoten, sei es Zitronengras, Kurkuma, Chilis, dann meine Cannabispflanzen, Auberginen, Paprikas, Physalis, Süßkartoffel und so weiter und so fort. Das entwickelt sich auch alles gut und stetig. Stroh kommt jetzt doch noch nicht drunter, weil ich jetzt durchgehackt habe und praktisch die Wurzeln jetzt nach oben geholt wurden. Und ich habe Angst, wenn ich da jetzt direkt Stroh drauf gebe, dass das dann ja die Austrocknung reduziert und dass das Unkraut dann einfach wieder anwächst. So lasse ich das jetzt einfach einen Tag hier im heißen Folientunnel liegen und dann wird alles morgen schon getrocknet sein und dann kann einfach das Stroh drauf. Und ich habe mich jetzt hier mal in Schatten gestellt, weil es im Gewächshaus schon wieder unerträglich heiß ist. Aber jetzt geht es weiter mit den Tomaten. Da fange ich jetzt an, erstmal alle betroffenen Stellen mit Kraut- und Braunfäule rauszuschneiden und zu entsorgen in der Restmülltonne. Nicht auf euren Komposthaufen geben, weil dort können die Sporen überleben und dann in den nächsten Jahren ja, wieder eine Infektion verursachen bei den Pflanzen, wenn der Kompost wieder an Tomaten zum Beispiel drankommen würde. Ja, da breche ich jetzt einfach bzw. schneide ich alle betroffenen Blätter und Stellen raus, nehme auch am Boden oder in Richtung Boden die ganzen Blätter weg, damit einfach nichts mehr wieder hochspritzen kann. Ja, dann geht's weiter. Oh ja. Manche Pflanzen wären ziemlich kahl. Ideal wäre es eigentlich auch zwischendurch die Schere zu desinfizieren. Ich habe jetzt gerade nichts hier, weil wenn jetzt Pflanzen noch gesund sind, so wie die hier und daneben die erkrankt ist und ich jetzt hier was schneiden würde, dann würde ich natürlich die auch direkt infizieren. Aber die stehen so nah, das lässt sich auch so nicht vermeiden. Deswegen jetzt nicht so schlimm.
Aber auf jeden Fall am Ende nach der Benutzung einmal gut desinfizieren im Haus, irgendwie mit abkochen oder was auch immer, damit einfach bei den nächsten Einsätzen die Pflanzen nicht direkt wieder erkranken. Und ja, so gehe ich jetzt weiter durch. So, um die Tomaten zu schützen, kommt jetzt einmal Liposam. Das verdünnt man in Wasser. Habe ich hier gerade schon gemacht aus Versehen. Das heißt, man nimmt einen Deckel, macht da ungefähr 8 Milliliter rein, also hier so den Deckel füllen, dann ins Wasser, einmal gut schütteln. Und das kommt dann in eine Sprühflasche. Das ist ein Netz- und Haftmittel. Das heißt, wenn man das benutzt, dann haftet das Mittel, hier jetzt zum Beispiel Immunität und Resistenz, Phytobakt, besser an den Blättern und tropft nicht ab. Beziehungsweise nicht so schnell und wird nicht so schnell von Regen ausgewaschen, wenn man es im Freiland macht. Jetzt kommt noch dieses Mittel hinzu. Davon auch ein Deckel, 15 Milliliter auf 10 Liter ungefähr. Rein damit. Und jetzt gehen wir ins Gewächshaus. Die Pflanzen müssen richtig schön nass sein, tropfend von oben und unten, damit das Mittel überall schön rankommt. Hier ist fraglich, ob die Pflanze noch mal eine Chance hat. Hier ist es schon an den Stängel und das ist eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir werden sehen. Und jetzt sage ich noch was zur Wirkungsweise. Und zwar funktioniert das so, dass das Mittel Immunität und Resistenz Bacillus subtilis zum Beispiel beinhaltet und die Pflanzenzellen stärkt. Das heißt, wenn die irgendwie verletzt sind oder generell ein bisschen schwächer sind, unterstützt das die Zellen, macht die widerstandsfähiger, weil der Pilz, der Schlauch ausgebildet wird vom Pilz und in die schwache Zelle eindringt. Und wenn die Zelle stark ist und hart ist, die Pflanzenzellen können ja auch, haben ja eine Membran, und wenn die hart ist, haben die Sporen es schwieriger einzudringen und können so weniger Schaden anrichten. Zweitens ist das auch noch so, dass die Bakterien, die in dem Produkt sind, den Platz einnehmen für den Pilz. Also die verdrängen die praktisch von der Blattoberfläche und so hat man dann doppelten Schutz und man stärkt die Pflanzen einfach generell, dass sie ein besseres Wachstum haben. Und das sollte man eigentlich schon vorher machen, bevor der Befall da ist, weil wie gesagt, es unterstützt die Immunität der Pflanze. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn man es vorbeugt. Das ist ja ein Biomittel, also kann man die Tomaten danach direkt essen, beziehungsweise die Früchte, wenn die schon an den Pflanzen hängen. Und deswegen kann man es auch einfach prophylaktisch machen. Und jetzt kommen nochmal zwei, drei weitere Tipps, wie man denn der Braun- und Krautfreude noch vorbeugen kann, außer jetzt mit dem Mittel. So, und das wäre zum Beispiel immer schön lüften. Also die Pflanzen müssen abtrocknen. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, ich glaube ja, aber das ist generell sehr, sehr wichtig. Zweitens, Mulchmaterial aufbringen, gerade im Freiland. Ich habe schon erzählt, das kommt durch Spritzwasser hoch an die Pflanze und wenn es im Freiland regnet, das Wasser auf die Erde platscht und dann der Matsch hochgeht an die Pflanze, dann hat man schnell Infektionen drin. Deswegen einfach eine Mulchschicht ausbringen, um das zu verhindern. Dann sowieso immer ein Dach geben, wenn möglich, den Tomaten. Es gibt natürlich auch gute Freilandsorten, die sind ein bisschen resistenter. Aber generell ist ein Dach eine gute Sache. Und habe ich was vergessen? Genau, morgens gießen, damit die Pflanzen schön abtrocknen können. Wenn die über Nacht nass sind, ist eher kontraproduktiv. Ja, befallene Stellen direkt rausschneiden, damit sich das gar nicht groß verbreitet. Weil dieses Jahr ist es einfach sehr, sehr anfällig. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Die Produkte und weitere gibt es im Bodenständig Online-Shop. Schaut da gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen und schreibt gerne ihr mal, womit ihr im Moment im Garten zu kämpfen habt. Eigentlich war alles klasse hier im Gewächshaus, aber ja, jetzt kommt die Kraut- und Braunfäule dazu. Also es wird auf jeden Fall nicht einfacher dieses Jahr. Trotzdem viel Spaß im Garten. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.